Du wolltest ja dazukommen. Über was wolltest du eigentlich sprechen? Ja, wir haben ihn eigentlich reingezwungen. Ich wurde überredet, ich habe kein Thema. Ich hab, oh, nee, Fruit hat gesagt, er redet mit Creatern und dann habe ich nur gefragt, wann wird eigentlich mit diesem Creator geredet und ein Pfeil auf mich und jetzt wurde ich einfach spontan hier reingenommen. Ich weiß auch gar nicht, worüber ihr geredet habt. Ihr habt abwechselnd über andere Influencer gelästert und über Kommunismus geredet. Und wir können es ja wie Dara machen. Also der hat mich quasi auch zu seinem Call eingeladen und hat mich dann gefragt, ob ich das Referenzmaterial habe, wofür er mich quasi kritisiert. Also ich soll ihm quasi das zuschicken an Bildmaterial oder Videomaterial mit Timestamps, hat er gemeint. Ja. Da soll ich ihm schicken? Und da habe ich nur gesagt, habe ich gerade nicht parat. Und er so, oh, das ist aber nicht gut. Ist vor Gericht auch so. Der Richter sagt immer, Herr Angeklagter, haben Sie vielleicht die Beweise mitgebracht? Ja, bei einem Inquisitionsprozess, da musst du dich bekennen, da musst du gestehen. Ja. Ich glaube, so sieht Dara das aus der Logik. Ich habe gerade auch eine Antwort von Neitan bekommen. Also eigentlich, DMs leaken soll man ja eigentlich nicht. Ich fasse nur aus dem Gedächtnisprotokoll zusammen. Ich habe ihm den Clip geschickt, wo er sagt, im Clip, wer hat Angst vom roten Neitern? Ja, Sinan offensichtlich. Und Imp auch. Der traut sich auch nicht zu noch einem Gespräch. Und ich habe ihm den Clip einfach mal geschickt und gesagt, ey, ich habe Sinan schon gefragt, wir wissen beide gar nichts von deiner Einladung. So, wohin trauen wir uns nicht? Gesagt, wo hast du uns denn eingeladen? So, wir haben es nicht bekommen. Und seine Antwort war, er hätte schon mindestens dreimal jetzt im Stream gesagt, ich sollte doch mal vorbeikommen. Und er ist davon ausgegangen, dass man mir das schon zutragen wird. Ja, wir gucken alle Nightline-Streams, natürlich. Okay. Oh ja, die lieben wir. Aber wisst ihr, was ich komisch finde an der ganzen Sache? Wieso glaubt eigentlich Nightline immer, dass er alle besiegt? Weiß ich nicht, aber er sitzt da selbst umher und dann komme ich nicht und er wundert sich. Ich habe es nicht mitgekriegt. Das ist... okay. Oh, das ist halt... Ja, ich habe Angst vor ihm, wenn ich das nicht mitgekriegt habe, was er im Stream gesagt hat. Er hat ja gerade mit Proletopia in aller Öffentlichkeit ein Gespräch vereinbart und die beiden wollten einen neutralen Moderator dazu holen. Und Proletopia hatte dann mich vorgeschlagen, also heute Abend war das kurz vor dem Gespräch hier. Ja. Und Nightons hatte dann Dara vorgeschlagen und ich dann so als Schlichtungsvorschlag, Moment, ihr könnt doch Schlomo nehmen, der mag euch beide nicht. Bisher hat Nightan noch nicht geantwortet, Proletopia war dafür. Ich bin gespannt, was Nightan dazu sagt. Übrigens zur Einladung an Sinan, ich hatte Sinan auch gefragt, ey, ich habe von ihm keine Einladung bekommen und du, weil der sagt ja, wir haben beide Angst vor ihm. Bei Sinan war die Sache ein bisschen anders. Dara hat wohl gesagt, komm, wir debattieren zu viert. Neitan und Dara gegen Sinan und wen anders seiner Wahl. Und Sinan hat zu Dara zurückgeschrieben, warum kommst du nicht alleine und ich auch? Warum müssen die anderen beiden... Warum muss da mehr sein, ja? Und Neitan hat so gesagt, oh, der hat wohl Angst vor mir, ich soll nicht mit dabei sein. Oh. So dumm. Es sind mehr Leute, die sich ins Wort fallen können. Ich meine, das ist ja auch immer so respektvoll, wenn du mit diesen Leuten redest. Ja, also... Wir erzählen doch hinterher keine Lügen über dich. Die sind immer so... Oder sowas. Das ist so dumm. Sagst du, also die wollen ihre Zuschauerschaft signalisieren, dass sie die harten Antifaschisten sind, die hier alle Abweichler fertig machen. Deswegen ist es auch so wichtig, diesen Nimbus der Nichtbesiegbarkeit aufzubauen. Also Dara, der hatte ja schon vor einem Jahr ein Gespräch mit Proletopia, da hatte ich auch letztens drauf reagiert. Das eignet sich bestimmt auch nochmal für eine Reaktion. Das ist wirklich genial. Da sagt Dara unter anderem, dass seine Gegner in Angst und Schrecken leben sollen und wer rechts ist, ja, das entscheidet der gesunde Menschenverstand. Also solche tollen Zitate, die sind da drin. Das ist wirklich genial. Ich weiß Lass nicht, mich raten, wenn du das dann kritisierst, dann sagt er, ah, du magst die Rechten wohl. Selbstverständlich. Ja, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Also so ging, glaube ich, vernünftige Warp-Theorie. Es gibt ja eigentlich nur Freund oder Feind bei denen. Ja? Es gibt ja eigentlich nichts anderes. Ja, ja. Oder würdest du uns da widersprechen? Hast du was anderes festgestellt? Was? Bei den Walken. Also, dass die nur Freund und Feind haben. Also, dass die dich eigentlich vernichten wollen. Ich weiß es nicht. Ich krieg halt manchmal das Gefühl gehabt, mit denen einzeln kannst du reden, aber dann, wenn sie sich vom Gespräch verabschieden, werden sie danach noch irgendwie von ihrer Bubble zurechtgewiesen und entschuldigen sich dann öffentlich dafür, mit dir geredet zu haben. Aber wenn du einen von denen alleine kriegst, dann kannst du eigentlich normal mit denen reden. Dann geht's eigentlich. Du siehst das ja auch
bei Erwin, dass der bei, der war doch bei Feldsalat im Chat und dann hat der sich geweigert, ihn zu bannen und sowas. Das gibt immer so Momente, wo die sagen, hä, lass doch mit den anderen Leuten reden und ist doch alles okay. Und dann mit Karl habe ich auch schon mal geredet und er hat sich nett verabschiedet. Aber immer so dann einen Tag später sagen die dann, ja, ich habe mich nochmal mit meinem engsten Kreis beraten und die sagen, eigentlich hätte ich nicht mit denen reden sollen. So, das kommt dann von deren Seite. Und, ne, also die, sobald du einen von denen so ein bisschen gesprächsbereit kriegst, werden sie irgendwie wieder bequatscht, dass es eigentlich dumm war. Ja, oder ja. Sie verbreiten hinterher Lügen über dich. Also um halt ihre eigene Position dann zu verbessern. Sie machen das ja, um dich aus dem Diskurs auszuschließen. Ich meine, deswegen waren dein Gespräch mit Nathan und auch das von Erwin mit Nathan, das waren ja mehr so Anklagen, also so moralische Verhöre. Ja, Nathan hat sich am Ende ja auch ganz gewundert, dass ich gar keine Vorwürfe mitgebracht habe. Ich habe einfach gedacht, ich gehe in ein Gespräch mit ihm und ich höre mir mal seine Seite an, er hört sich meine Seite an. Dann hat er da irgendwie sein Dokument runtergerattert und hat am Ende was gesagt von, meine Fäuste tun weh, aber mein Kinn gar nicht. Und ich denke so, ja, ich habe dich ja auch gar nicht gehauen. So, warum sollte dir was wehtun? Ich wollte nur mit dir reden. So, ja, ich hätte zu diesen ganzen Vorwürfen einige interessante Fragen an die Walkies. Also mir hat noch keiner von denen ein Gespräch angeboten. Also ich hatte Dara tatsächlich ein zweites Gespräch angeboten, nachdem wir unser letztes hatten. Und auf die Einladung hat er irgendwie nicht mehr reagiert. Der hat mich dann wegignoriert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie da ganz marketingtechnisch drangehen und einfach gucken, wie viele Durchschnittszuschauer oder Follower du hast und wie einfach sie denken, dass sie gewinnen können. Und wenn sie denken, du hast halt gutes Hintergrundwissen und du kannst ihnen vielleicht Fragen stellen, wo sie keine gute Antwort finden und dazu hast du dann auch noch jetzt noch nicht die größte Reichweite, dann lohnt sich das für die nicht. Das ist, glaube ich, echt nur Marketingstrategie, weil Dara hat ja auch immer so mit, wenn er mit den einfachen Leuten redet, mit irgendwem aus dem Chat oder so, dann pickt er sich da ja auch besonders gerne irgendwelche raus, wo er denkt, die kann er besiegen. Genauso wie Kaspar Kast hat ja auch gesagt, er will nicht mit dir reden, weil du irgendwie zu viele Fachwörter benutzt oder zu viele Bücher gelesen hast oder sowas. Und die wollen, glaube ich, halt so einen Idioten, gegen den sie debattieren können. Und dann können sie beweisen, wie ihre Seite die andere Seite besiegt hat. Aber die Leute wollen ja nicht in ein schwieriges Gespräch, wo es dann zusätzlich auch noch nicht so viel zu gewinnen gibt. Ich glaube, die sehen in mir gerade diesen Idioten, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mich bei dir auch echt gewundert, wie nett du geblieben bist, als du da mit diesem Seth geredet hast. Ey, das... Meine Güte, mir haben das ja schon Leute gesagt über Nathan und Dara, wie ruhig ich geblieben bin, aber du hast das ja noch besser gemeistert, ne? Ja, ich glaube, bei Dara war das jetzt nicht ganz so. Aber man muss auch sagen, ein Dara ist auch mit mir anders umgegangen. Also, Seth ist ja wirklich einfach nur durchgedreht. Er hat einfach nur einen Kurzschlussmoment gehabt. Ja, aber der hätte ich aufgelegt irgendwann. Ich habe einfach gesagt, kein Bock drauf. Ja. Bei Dara war es jetzt so, aber auch bei dem Gespräch mit Nathan, die sind ja viel kalkulierter. Ne? Also die sind ja, also die haben ja wirklich einen Plan. So bei Seth wirkt ja das nicht so, als ob er einen Plan hätte, sondern er ist einfach durchgedreht. Aber der Dara. Der ist einfach sauer gewesen. Ja, der ist wirklich einfach sauer gewesen, ja. Aber bei Dara und Nathan hat man einfach gemerkt, so, das ist halt richtig kalkuliert. So, die sind da viel kühler geblieben bis zum Schluss und ziehen halt einfach eine Agenda durch. Dem Seth, dem habe ich jetzt ein Gespräch angeboten. Bisher hat er darauf nicht reagiert. Oh. Ja, ich nicht. Ich habe keine Lust, mit dem zu reden. Stelle ich mir mal interessant vor. Also ich hätte schon einige Fragen an dem. Unter anderem, wen er gerne ins Gefängnis sperren würde, wenn er hier die Kontrolle übers Innenministerium hätte. Ja, Nancy Fesers Einstellung zur Rechtsstaatlichkeit soweit zustimmen würde. Ich meine, was hat sie dazu gesagt? Nancy Faeser, die hat gesagt, die wollte die Unschuldsvermutung abschaffen. Also die wollte, dass Beamte von sich aus nachweisen müssen, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugetan sind. Also die wollte die wollte wirklich, dass jeder von sich aus seine eigene Gesinnung nachweisen muss, was erstmal sowieso unmöglich ist und was zweitens jedem rechtsstaatlichen Prinzip widerspricht. Ja, aber wie willst du das denn nachweisen? Das ist es ja. Du kannst dann willkürlich rausgeworfen werden, wenn dir die Innenministerin etwas unterstellt. Ja, hat man ja damals auch gemacht, ne? Also mit Leuten, die irgendwie KPD-Mitglied waren und so, die sind ja auch alle gefeuert worden, haben Berufsverbot gekriegt und sowas. Ja. Na, da hattest du dann aber wenigstens noch konkrete Organisationen daran gebunden. Also du hattest so eine Unvereinbarkeitsliste. Also wenn du einfach deine Gesinnung nachweisen musst, dann hast du sowieso schon verloren, wenn du einmal Nancy Faeser kritisiert hast.
Also ich glaube, in Amerika war es damals noch einfacher, wenn man dir vorgeworfen hat, ein Kommunist zu sein, dann ging das, glaube ich, auch relativ schnell. Ja, da gab es richtige Säuberungen. Also das ist überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Also da gab, also schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja schon eine Red Scare. Also die McCarthy-Ära, die war ja nur die zweite Welle des Antikommunismus. Hm. Aber in Europa, da ist man ohne, also wie gesagt, es gab diese Berufsverbote, aber ohne großartige Repressionen ausgekommen. Na, und in Südamerika, da hat man die Kommunisten halt alle umgebracht. Also ist jede Weltregion anders mit umgegangen. Mhm. Deswegen, also ich glaube nicht, dass die Wokies so weit gehen würden, aber in diese Richtung würde das auf, gehen diese Äußerungen ja auf jeden Fall schon. Also wenn man Dara zuhört, politische Gegner, die sollen in Angst und Schrecken leben. Ja, Dara sagt ja auch, dass Mobben auch okay ist, wenn es Mobber betrifft. Ja, aber das ist halt auch eine geile Definition, weil das kann ja jeder dann irgendwie finden. Ich weiß das ja noch aus den Early Ages of Internet, wo halt auch irgendwelche wirklich schlimmen Sachen mit manchen Leuten gemacht wurden, wo dann auch immer eine Begründung gefunden wurde, warum das ja okay ist. Und das kannst du wirklich bei jedem finden. Genauso kannst du ja, wenn Dara sagt, er mobbt Mobber, dann ist er ja auch eigentlich ein Mobber, weil er mobbt ja jemanden. Und dann kann ich auch sagen, dann mobbe ich den wieder und dann hast du nur eine unendliche Kette, wo jeder berechtigt ist, alle anderen zu mobben. Ne, weil wenn also du wirst keinen Jesus finden, wo du sagst, wer ohne Sünde ist, so den gibt's nicht. Und wenn du jeden immer sagst, wer irgendwie eine Sünde hat, den darf ich jetzt mobben deswegen, dann darfst du mobben, wen du willst, solange du nur irgendeine Erklärung parat hast. Ja, oftmals argumentieren sie dann mit diesem Argument Toleranzparadoxon. Und wie hat sich dann für die damit auch irgendwie erledigt? Ja, weil die alle große Fans von Karl Popper sind, ne? Mitglied der Mopan Ross Society übrigens. Ja, interessant, ne? Ja, aber dieses Toleranzparadoxon, das ist ja kein unsinniger Gedanke. Also das sagt ja, wenn eine Gruppe tolerant ist und die andere intolerant und die eine Gruppe, also die Intolerante dann die staatlichen Gewaltmittel in die Hand bekommt, ja, dann beseitigt sie die tolerante Gruppe. Ja. Und das heißt, die tolerante Gruppe, die muss intolerant werden gegen die Intolerante. Aber was sagt jetzt dieses Paradoxon? Das sagt ja eigentlich, es sind keine toleranten Gruppen oder es gibt immer nur eine relative Toleranz. Toleranz beruht immer auf Reziprozität. Wenn eine Gruppe bereit ist, demokratische Standards anzuerkennen und die andere Gruppe nicht, dann wird die Gruppe, die sie nicht anerkennt, langfristig obsiegen, wenn die andere Gruppe ihr freie Hand lässt. Und das ist das Problem bei den Wokies. Die verachten unsere Demokratie. Also Dekadent hat ja offen zum Wahlbetrug aufgerufen. Und da muss man halt vorsichtig sein. Das Toleranzparadoxon, das zeigt uns nur, dass es keine grundsätzlich intoleranten und grundsätzlich toleranten Gruppen gibt, sondern dass jede Gruppe intolerant werden kann. Und dass das, wie gesagt, dass Toleranz immer eine Frage der Gegenseitigkeit ist. Du findest genau die gleiche Begründung aber auch von Rechten gegenüber Moslems, dass man sagt, die dürfen wir nicht tolerieren, weil die tolerieren uns nicht. Und dann sagt man auch, wir dürfen von denen eigentlich keinen ins Land lassen, weil die ja so intolerant sind. Mhm. Also du findest das rechts und links eigentlich, dieses Toleranzparadoxon. Es gibt doch immer dieses Beispiel mit dem Bauernhof, dass man sagt, man kann ja so ein bisschen Multikulti, man kann ja irgendwie Hühner und Schafe und Rinder in den gleichen Stall, aber wenn der Wolf reinkommt, ist vorbei. Und wer jetzt der Wolf ist, das definiert halt jeder anders, ne? Ja, aber da, bei den Rechten, da verstehe ich es ja noch. Also Karl Schmidt, das ist ja ein Rechter. Aber dass die Wokies dieses Politikverständnis doch viel mehr verinnerlicht haben. Also wenn ich mir jemanden wie Dekadent, wie Shoyoka, wie Dara, ist ja egal, von dem man sich ansieht, die befürworten alle die Zensur von politischen Gegnern, die wollen alle mit diesen Menschen nicht in den Diskurs gehen, sondern sie wollen sie letztendlich aus dem Diskurs ausschließen. Also sie wollen letztendlich, dass Leute wie wir an einer Lidl-Kasse arbeiten oder bei Netto Regale einräumen. Die wollen nicht, dass wir uns politisch äußern. Die wollen, dass wir uns ins Privatleben zurückziehen. Naja, selbst das, wenn du an der Lidl-Kasse arbeitest und du hast nebenbei noch einen Twitter-Account, dann würden die das ja auch begrüßen, dass du gefeuert wirst, dass man deinem Arbeitgeber vorlegt, was du so getweetet hast und sowas. Ja, wie gesagt, du sollst dich nicht politisch äußern. Du sollst aus dem politischen Diskurs ausscheiden. Wie gesagt, ich würde ihnen nicht unterstellen, dass sie ihre Gegner physisch liquidieren wollen, obwohl einige Äußerungen bei denen schon in die Richtung gehen, aber sie wollen zumindest sie aus dem politischen Diskurs, soweit es geht, ausschließen. Na, aber wenn man Leuten so sehr an die Geldbörse geht, dann liquidiert man die ja auch mehr oder weniger. Also die sterben vielleicht nicht direkt, aber wenn man dir jetzt dafür sorgt, dass irgendwie alle deine Einnahmequellen kaputt gehen, dass man deine Kanäle striken lässt oder irgendwie sowas, dann kommt das dem ja schon relativ nah, dass du auch ökonomisch ziemliche Probleme bekommen kannst. Also ist mal eine Frage. Aufzunehmen. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Nemesis oder so nicht leiden können, und dafür sorgen, dass der auf allen Kanälen überall gebannt wird und das ist gerade sein Job,
Und dann würde eines zum anderen führen und der wäre vielleicht am Ende obdachlos oder so, dann würden wahrscheinlich diese ganzen Bubbles, die dem aufs Dach steigen, nicht am Ende sagen, na gut, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen hart, sondern naja, der hat es ja verdient, weil der hat ja Scheiße gebaut. Bei Equalist sagen sie auch, gut, sie zieht jetzt um und verlässt das Land, aber sie hat ja auch, sie hat ja was gesagt bei TikTok und so. Sie ist der Feind. TikTok vor allem. Sie da, was sie gesagt hat. Kann man irgendeinen absurden Unsinn unterstellen, den sie niemals gesagt hat? Genau das wurde ja gemacht. Also die wurde ja in die Nähe von Holocaust-Relativierung oder Holocaust-Leugnung gerückt von einigen Walkies, obwohl sie niemals irgendetwas, was in diese Richtung gehend gesagt hat. Übrigens Grüße an Outlaw im Chat. Mit dem hatte ich ja letztens auch über einen Equalisten geredet. Eine kurze Frage, dieser Begriff Wokies. Ist das eigentlich so ein Begriff, den man auch anders nennt? Also könnte man auch statt Wokies was anderes sagen, was Formelleres? Also gibt es einen Wokisten? Ist das der Formalbegriff? Ich glaube formal am ehesten linke Identitätspolitik, oder? Ja. Also Political Correctness geht ja auch in eine ähnliche Richtung eigentlich. Es gibt immer wieder neue Wörter und dann sagt man, das ist aber ein Kampfbegriff und das auch. Es gab ja auch vor einer Weile mal Social Justice Warrior, da waren ja auch eigentlich die gleichen Leute gemeint. Und dann war das immer ein Kampfbegriff, aber dadurch, dass du die Wörter änderst, wird die Sache ja nicht besser. Wenn du einfach nur sagst, aber man darf es jetzt nicht mehr so nennen, na gut, dann nennen wir es jetzt anders, aber wenn die Leute genau die gleichen bleiben und die gleichen Sachen fordern, dann ist ja auch egal, wie man die nennt eigentlich. Ich habe gerade schöne Vorschläge im Chat. Systemlinge, die selbstgerechten, Boko Haram, die Verkrampften. Also es gibt auch informierendere Ausdrücke als die Woken. Die können froh sein, dass sie so einen netten Ausdruck abbekommen haben. Ja, aber das ist so der Punkt, weil dieser, also es kam ja auch zum Beispiel aus seitens von Dara, der hat mich auch dafür kritisiert, dass ich ja mit euch rede. Das ist ja auch ein Problem. Und dann wurde so auch der Begriff, na, weil da wird ja Wokies genannt, na, das ist ja so, dass man ja auch mit diesem Narrativ spielt. Und da war halt jetzt auch meine Frage, weil klar, wenn man jetzt zu mir sagt, ja, aber About the Fruit, du bist ja eigentlich ganz okay, aber du schadest dir damit, wenn du mit solchen Leuten bist, was natürlich Schwachsinn ist, ne? Also, darauf will man jetzt gar nicht eingehen, aber da sind wir eigentlich bei diesem Ansatz, den ja ich eigentlich gehen will, wenn man Leute gar nicht erst provoziert. Wenn jetzt aber der Begriff Wokies ja offensichtlich eine Provokation für die Leute ist, wäre es ja vielleicht sinnvoller, einen nicht provokanten Begriff zu nehmen. Also einen Begriff, der nicht provoziert. Ich habe ja Neitan gefragt, da ging es um das Gleiche und er hat gesagt, ich soll einfach Linke sagen. Ja, aber wenn ich sage, Linke wollen getrennte Räume für Schwarze und Weiße oder Linke wollen, dass Weiße bestimmte Frisuren nicht tragen dürfen aufgrund von Hautfarbe oder wenn ich sage, Linke freuen sich, wenn ein Großkonzern einem Hausverbot gibt. Das passt ja nicht. Gar nicht, nee, gar nicht. Also frag mal einen russischen Kommunisten, was der von so einer Regenbogenfahne hält. Nur mal so. Ja. Würde ich dir vorschlagen. Ich glaube, die Leute bezeichnen sich auch als links und ich glaube, Kommunisten, die vertreten auch mehr linke Werte als diese Walkies, aber auch viel extremer. Also wie gesagt, ich finde es auch nicht gut, die Walkies als linksextrem zu bezeichnen. Denn dieser Walkismus, das ist eine liberale Degenerationserscheinung. Das ist ein liberales Gegenprojekt zu marxistischen Linken und auch zu sozialdemokratischen Linken. Also es ist ein liberales Gegenprojekt, ein Teil, sehr extremes Gegenprojekt, keine Frage, zu traditionellen linken Werten. Ich finde es auch interessant, wenn man sich mit Rastafari und so ein bisschen auseinandersetzt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, dieses Babylon-System und sowas. Das bezeichnet eigentlich westlichen Kapitalismus. Und da wird sich ständig drüber beschwert. Und dass du irgendwie arbeitest und trotzdem nicht genug zum Leben hast und dass es so viel Bürokratie ist und ne, dass man nicht so ein simpleres Leben führen kann. Aber ich glaube, ein CSD in Jamaika wird schwierig. Das ist nicht so einfach. Ja, nee. Das sollte man lieber nicht probieren. Warum ist das da schwierig? Na, aber diese Rastafari mögen Schwule nicht so gerne meistens. Also gibt es auch ein paar Ausnahmen, aber die sind. Na, also die Briten haben das ja kolonialisiert, haben denen die Bibel mitgebracht und die haben die gelesen und dann sind die Briten weggefahren, irgendwann nochmal wiedergekommen und gesagt, ach fuck, ihr nehmt das ja wörtlich und ihr lest ja auch das Alte Testament, das ist jetzt doof gelaufen. Eigentlich in der Region sind sie doch zu Homosexuellen relativ tolerant in der Weltregion insgesamt. Jamaika ist, glaube ich, schwierig noch. Besser nicht. Aber so einen richtigen Formalbegriff gibt es tatsächlich. Doch, ein paar irgendwas geschrieben mit warte mal, ich gehe mal ein bisschen hoch. Vielleicht kennt ihr auch den Neoliberale, Begriff. Das mögen die auch nicht, wenn man es so nennt. Das kommt von Erwin hauptsächlich, ne? Nee, also im Prinzip Neoliberal, der ist älter. Da fallen auch schon Leute wie Gerhard Schröder, Bill Clinton, Tony Blair und so drunter.
Aber ich meine, jetzt Linke, das kann, würde ich jetzt irgendwie so auch nicht sagen können. Das wäre ja, jetzt. Ist halt zu vage, das bezeichnet ja zu viele Gruppen. Ja, richtig. Also irgendwie, aber warum nicht linksextrem oder linksradikal? Weil extrem ist ja auch wieder ein bisschen problematisch. Ja, Andreas Bader ist auch linksradikal und er ist kein Wort. Frag mal einen osteuropäischen Kommunisten, was der von der Regenbogenfahne, was der von LGBTQ-Visibility hält, also von diesen ganzen, was der davon hält, ganz viele Ausländer ins Land zu holen und denen dann Privilegien zu geben. Und er ist linksradikal, oder? Frag irgendeinen Kommunisten aus Osteuropa, der wird dir einen Vogel zeigen und sagen, mit dem rede ich nie wieder. Also, ja, oder Kuba. Also Che Guevara ist auch ein Linksradikaler und Schwule mochte der auch nicht so gerne. Ja, in der Sowjetunion, da war Homosexualität noch strafbar. Also diese Identitätspolitik, der war früher kein linkes Kernthema. Das ist erst mit den Wokisten gekommen oder mit dieser Political Correctness. Das wurde was ja an sich nicht schlecht sein muss, ne? Es ist ja okay. Ich bin dagegen, dass die diskriminiert werden, aber das sollte nicht das Kernthema sein. Das Kernthema sollten die ökonomischen Verhältnisse sein. Das ist ja auch von großen Thinktanks gepusht worden. Also der Kongress für kulturelle Freiheit, der hat sich ja schon, das war eine CIA-Kampforganisation, die in zahlreichen Ländern Zeitungen rausgegeben hat, Intellektuelle beeinflusst hat, gefördert hat. Und die hat die Linke weg von der materialistischen Analyse hin, dass sie sich mit Themen wie Umweltschutz, Frauenrechte, also Identitätspolitik beschäftigt. Also ist so ein bisschen wie BP mit dem CO2-Fußabdruck, ne? Dass man die Leute so ein bisschen ablenkt und sagt, was machst du selber privat eigentlich falsch und hast du schon mal wen geärgert, das macht man aber nicht. Da ich jetzt heute mal so viele Zuschauer habe, kurze Werbung für einen Artikel von Hauke Ritz, der heißt Der Kalte Krieg und die künstliche Kultur oder wie das Endspiel Europa begann. Das ist ein zweiteiliger Artikel, da wird das, was ich hier gerade kurz erklärt habe, wirklich sehr ausführlich belegt und erklärt, dass man das nachvollziehen kann. Also kurzer Einschub. Ich hätte einen Vorschlag. Fruit meinte ja gerade, du hättest dich auch mit Philosophie beschäftigt, oder? Agitat oder ich? Ja, du, oder? Ah, ja. Ja, Neitan hat das ja studiert, auf Lehramt wohl. Könntet ihr einen Philosophie-Talk machen und ein bisschen reden, so welche Philosophien ihr folgt oder welchen Philosophen? Weil ich glaube, da wird es wenig Übereinstimmung geben. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß aber auch nicht, ich wollte Neitan das eigentlich fragen, als er das im Gespräch mit mir gesagt hat. Deswegen, ich habe es leider versäumt, weil Philosophie finde ich auch interessant. Ich wüsste echt gerne, wer seine Lieblingsphilosophen sind oder Lieblingsphilosophien, weil ich vermute, es sind Karl Popper und Michel Foucault, aber Judith Butler vielleicht, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er ja auch Descartes gelesen, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber. Ja, ich glaube, Nietzsche ist es nicht. Ich glaube Heidegger wahrscheinlich. Oha. Ja, wäre auf jeden Fall einer der moderneren, sag ich mal. Ja, also wenn er ehrlich wäre, dann müsste eigentlich, obwohl es ist jetzt kein Philosoph, das ist ja mehr, das ist ja ein Jurist. Politischer Theoretiker nenne wie du willst. Eigentlich müsste ja Karl Schmitt sagen, das wäre am ehrlichsten, das würde am besten zur Woken-Ideologie passen. Na, ich finde, Foucault passt auch schon ganz gut. Ich finde den, ich weiß nicht, ein bisschen über den recherchiert, ich fand den echt unsympathisch. Ja, zum Woken-Politikverständnis meine ich. Also. Ja. Ich frage mich ja, ob er Kant gelesen hat und was er über Kant sagen würde oder sagt. Oh oh. Er hat wahrscheinlich gesagt, er hat mal das N-Wort gesagt, den Rest lese ich nicht. Stimmt, also die Walkies, die versuchen ja sogar Karl Marx zu kritisieren, weil er in privaten Briefen mal was Böses, Rassistisches gesagt haben soll. Also es ist so absurd teils. Also, er versucht Intellektuelle von vor über 200 Jahren zu canceln, weil sie in privaten Briefen irgendwelche Bemerkungen geschrieben haben. Also, das ist auch so komisch, dass man so Lebenswerke daran knüpft, dass die irgendwie mal 5 schlechte Minuten gehabt haben. Ja, das wird so vielen Leuten versucht. Also Noam Chomsky ist ja jetzt auch schon 95 und wenn man den Namen nur erwähnt, dann sagen Leute immer, na, aber der hat hier zweimal hat der Scheiße gebaut. Corona kommt ganz häufig. Da sagen viele, die auch seine Bücher gelesen haben, da war mir viel zu unkritisch. Und deswegen mache ich den jetzt nicht mehr. Über 90, also. Ja, der sagt jetzt zum Ukraine-Krieg so unglaublich basierte Sachen. Also der sagt, hallo ihr Deutschen, was macht ihr da eigentlich? Wieso lasst ihr euch das gefallen? Wieso lasst ihr euer Land deindustrialisieren durch so einen bescheuerten Wirtschaftskrieg? Also ist jetzt nicht die exakte Wort, weil es gibt einen Kanal auf YouTube, der heißt Activism, da kann man seine Beiträge auf Deutsch übersetzt nachschauen. Und der meldet sich da wirklich die ganze Zeit. Und ich finde es schade, wie wenig das in Deutschland rezipiert wird. Wie gesagt, es gibt diesen einen YouTube-Kanal, aber in den
auch in linken Medien kommt das ein bisschen zu wenig rüber. Wahrscheinlich, aber weil er sich bei Corona auch ein bisschen unbeliebt gemacht hat. Selbst wenn der irgendwo mal Sachen gesagt hat, die irgendwie dumm oder unbedacht oder was weiß ich was waren, dann kann man ihm ja trotzdem zugutehalten, dass der einfach trotzdem ein renommierter Intellektueller ist, der von vielen Sachen Ahnung hat. Und dann immer sagt, ja, aber der hat ja mal hier und er hat ja mal da, das ist doch total schädlich einfach. Oder also Kant hat auch in der Aufklärung viele clevere Sachen gesagt und dann nur zu sagen, der hat aber auch ein paar Mal Mist geredet. Also man kann ja auch beides beleuchten. Ich finde Kant auch teilweise gar nicht so sympathisch, aber manche Sachen, die er gesagt hat, sind ja trotzdem sehr klug gewesen. Mhm. Und dass man so diese ganze Person immer darauf dann deswegen dann abwerten muss, weil er ja auch mal was falsch gemacht hat. Aber hey, was soll ich sagen? Schau, ich hatte jetzt mit Dara das Gespräch und letztlich habe ich am Ende nur diesen Polizeispruch echt blöd formuliert und jetzt bin ich halt der, der das so sieht. Was hast du gesagt? Ich glaube, er hat mich gefragt, was ich von Polizeigewalt halte oder irgendwie sowas. Nee, und irgendwie, gesagt, nein. Finde ich geil, nein, habe ich nicht. Ich weiß noch, was du gesagt hast. Du hast gesagt, du bist grundsätzlich gegen Gewalt und Dara hat gefragt, was hältst du von der Polizei? Und der Staat, der basiert nun mal auf einem Gewaltmonopol. Das heißt, der Staat, also jedes staatliche Handeln basiert letztlich auf Gewalt. Und es ist ja auch nichts Schlechtes, also Gewaltmonopol, habe ich ja jetzt erstmal nichts gegen, dass das dann kein Privater mehr anwenden kann. Und da hat Dara dir quasi so eine Inkonsistenz versucht reinzudeuten. Was ja auch, wenn du so pauschal formulierst, wenn du einfach sagst, ich bin immer gegen Gewalt, egal wer sie anwendet, egal wann, dann ist die auch drin. Ich kenne solche Geschichten von meinem Onkel und meinem Vater, als die nicht zur Armee wollten, dass man denen dann gesagt hat, ja, aber stell dir vor, du gehst jetzt mit deiner Freundin im Park spazieren und dann hält ein Bus und da steigen 4 Serben aus und bedrohen deine Freundin und du hättest eine Knarre, würdest du dann immer noch nicht schießen? So hat man das dann versucht, den Leuten zu erzählen und zu sagen, aha, du bist doch nicht konsequenter Pazifist und immer gegen Schießen, dann würdest du ja wohl. Und dann haben wir gesagt, deswegen müsst ihr jetzt den Bosnienkrieg fahren. War das wirklich das Beispiel, oder denkst du das ja gerade aus mit den Serben? Also ich habe so erzählt bekommen, dass das, glaube ich, zu meinem Onkel gesagt wurde. Ich weiß nicht, welche Volksgruppe da gesagt wurde, aber es wurde irgendwie gesagt, er geht mit seiner Freundin spazieren und irgendeine bestimmte Volksgruppe, von denen kommt ein Wagen und die steigen aus und die wollen die kidnappen und er könnte sie erschießen. Und es wurde dem zumindest irgendwie so gesagt. Und er musste dann hoch und heilig versprechen, nein, ich kann nicht auf Menschen schießen, ich würde dann trotzdem nicht und so weiter. Aber damals war das noch schwierig. Wenn du damals in den 70ern nicht ins Militär wolltest, das war nicht so einfach wie heute. Da musstest du dann schon eine genaue Erklärung abgeben, warum das nicht geht. Deswegen, ich kannte das eigentlich nur mit Russen, denn Serben, das wäre ja schon Bosnienkrieg, das ist ja... Kann auch sein, dass ja 90er gewesen. Die haben gesagt, irgendwelche Osteuropäer kommen und bedrohen dich und du musst die doch jetzt erschießen. Irgendwie sowas. Nee, Bosnienkrieg, da war Deutschland auch noch nicht dabei. Die waren ja erst beim Serbienkrieg 1999 dabei, wo der Kosovo abgespalten werden sollte. Ja, dann habe ich das verwechselt. Also das waren nicht in den 90ern. Das müsste bei beiden so... Ja, 70er gewesen sein, glaube ich. 70er, vielleicht 80er. Outdoor schreibt gerade, in den 2000ern war easy. Also da hätte man dann den Musulmanen mit dem langen Bart nehmen müssen, der einen die Scharia bringen will. Imp ist weg. Ja, der hat keinen Bock mehr auf uns. Kann ich verstehen. Ist ja auch schon spät, ist ja schon fast 1 Uhr nachts. Ja, Wahnsinn, ey. Rübergebracht. Ja, jetzt ist ja demnächst Talk mit Proletopia und Naitan. Was glaubt ihr, was wird passieren, wie wird's laufen? Ja. Wirklich? Haben die den schon vereinbart? Ja, das Ding ist ja so gewesen, Proletopia wollte mit Naitan reden, so wie ich das mitbekommen habe. Und Naitan hat dann aber um einen Aufschub gefragt. Also er war gesagt, ja nee, gib mir eine Woche Zeit. Und jetzt ist es eben so, dass Proletopia auf Twitter gefragt hat, worum es sich genau, also was genau das Thema sein wird. Also er will das konkret und er soll das auch öffentlich schreiben, damit wir, also ne, da muss man sagen, da ist Proletopia echt schlau, weil er genau damit verhindern will, dass da wieder irgendwelche Ausflüchte geschehen. Also jetzt sagt halt, jetzt sag ganz konkret, worüber wir jetzt reden werden. Mhm. Ja, das bin ich echt gespannt. Ja, also ich habe ja letztes Mal, ich wurde ja von Naitan entbannt, nachdem ich lange gebannt war. Und hatte ja im Talk einfach gehofft, dass man irgendwie vernünftig mit ihm reden kann und irgendeine Annäherung hinbekommt, weil ich ja auch teilweise ja sowas gesehen habe.
Aber als ich dann gesehen habe, irgendwie Dara sitzt bei dem und der hat sich so vorbereitet und sagt, hier hast du mal dies und hier hast du mal das, habe ich gedacht, okay, also ne, am Anfang schon gemerkt, okay, irgendwie ist da doch nichts zu holen. Weil eigentlich hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass gerade jetzt das vielleicht an der Zeit wäre, dass unterschiedliche linke Strömungen sich wieder vertragen. Aber es gibt halt wirklich eine einzige Bubble, wo das nicht geht. Also ich habe schon mit so vielen verschiedenen linken Strömungen geredet, auch teilweise mit Wokies, also die nicht so Internetaktivisten-Wokies sind, sondern die selber halt so diese Talking Points haben, aber die nicht selber so einen Kanal betreiben. Und mit denen kannst du auch reden. Nur mit dieser komischen Twitch-Bubble geht das nicht. Wenn dir privat einer was erzählt von kultureller Aneignung und so, mit denen kannst du teilweise vernünftige Gespräche noch führen. Aber sobald es irgendwie Twitch oder Twitter ist, wollen die alle dicken Max machen und ihr Ego markieren. Und das ist einfach unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Du kannst mit Libertären reden, du kannst mit Kommunisten reden, du kannst mit Rechten reden, also mit Leuten aus dem AfD-Vorfeld. Also da hatte ich einen auf meinem Kanal, mit dem konnte ich völlig normal reden. Ich war auch letztens bei Real Talk Istzas zu Gast, mit denen konnte man völlig normal über alle verschiedenen möglichen Themen reden. Aber mit diesen Walkies, mit denen kann man nicht reden. Ich würde sagen, das ist die gefährlichste, demokratiefeindlichste Gruppierung, die wir in diesem Land haben. Auch weil sie so eine kulturelle Hegemonie haben. Doch, wir sehen das doch, ich hatte es ja vorhin bei unserer Innenministerin gesagt, die mittlerweile bei unseren Politikern angekommen ist. Ich glaube, das ist die demokratiefeindlichste Gruppe, die du jetzt direkt in deinem Umfeld hast. Aber ich kenne diese Leute persönlich nicht. In meinem direkten Umfeld habe ich diese Leute nicht. Nee, aber im Internetumfeld. Also würdest du diese Thinktanks auch selber zu den Wokies zählen oder sind das so die Strippenzieher? Die Antonio-Stiftung natürlich. Oder ja, ich weiß nicht, wie überzeugt die selber sind und wie sehr die bequatscht werden. Natürlich. Sowas, was von Oligarchen und dem Staat finanziert wird, wie Korrektiv, wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Natürlich ist das Woke. Und das ist meistens auch noch transatlantisch und neoliberal. Das ist ja dieser heilige Dreiklang. Wokistisch, transatlantisch, neoliberal, was alle Parteien von Grünen bis zur CDU und alle großen Thinktanks, die eben daraus finanziert werden, dann auch sind. Was auch der größte Teil der Mainstream-Medien ist. Und deswegen ist es ja auch jetzt wichtig, dass eine neue politische Partei kommt mit dem BSW. Aber findest du nicht, dass solche Lindners auch demokratiefeindlich sind, die so große Fans von immer mehr Privatisierung sind und wenn so ein Lindner auf Bauernprotesten spricht, dass der dann auch wieder sagt, hallo liebe Bauern, ich kürze jetzt bei den Arbeitslosen und bei den Ausländern. Also ja. Das sind doch auch große demokratiefeindliche Bestrebungen, die schon lange da sind, diese neoliberalen Kapitalismus-Fans. Ja, ich fand das auch so schlimm. Das ist auch demokratiefeindlich, aber nicht so offen. Das ist da mehr so langsam gleitend in eine Technokratie. Das ist auch extrem gefährlich. Wie gesagt, Neoliberalismus, würde ich auch noch sagen, ist mit die gefährlichste Aber es Ideologie, meinst du nicht, dass dieses Unterschwellige haben, gefährlicher oder? Ist sogar? Ja, also meinst du nicht, langfristig ja. Aber weil ich sag mal, jetzt schon mal bei einem Dara und bei einem Naitan, sind wir mal ehrlich, irgendwo werden sie auch nicht so wirklich ernst genommen. Also irgendwo. Ja, die blamieren sich doch am laufenden Band. Ja, genau, aber jemand, der nach außen hin vielleicht sympathisch wirkt, sage ich jetzt, sympathisch vielleicht auch das falsche Wort, kompetent, oder? Vielleicht, wenn jemand nach außen eher kompetenter wirkt, das könnte man jetzt bei dem Lindner, vielleicht gibt es Leute, die sagen, ja doch, der macht schon einen kompetenten Eindruck. Ist das doch vielleicht gefährlicher, oder? Geworden. Das passiert nicht ja. so. Ja, also. Eben. Ja, so dass das doch fast ein bisschen gefährlicher, also so diese Gefahr, die man nicht nennen, also na, wisst ihr, was ich meine, so die man jetzt vielleicht nicht sofort wahrnimmt. Ich meine, so ein Dara oder so ein Naitan, die sind ja schon sehr offensichtlich, wo man sich auch so ein bisschen schämt einfach da, wenn man das so sieht. Ich finde, es gibt viele Strömungen, die gerade demokratiegefährdend und gefährlich sind. Also dieses kürzliche AfD-Treffen, was es da gegeben hat, da würde ich jetzt auch nicht sagen, na gut, das ist eine ganz normale Partei, alles in Ordnung. Also was die davor hatten, finde ich schon auch gruselig. Ja, hast recht. Darum ging es ja gerade nicht. Es ging ja gerade um Neoliberale und um Wokies. Und die Neoliberalen mit der Schuldenbremse, die sie ja schon 2009 ins Grundgesetz geschrieben haben, sind so ein Anschlag auf unsere Verfassung ist. Also wenn du in eine Verfassung Regeln reinschreibst, die gar nicht eingehalten werden können, also die Unternehmen sind Nettosparer, der Staat muss Schulden machen, anders geht es nicht, dann delegitimierst du die Verfassung. Also das ist ein unglaublicher Missbrauch unserer Verfassung für ein neoliberales Ideologieprojekt, für das sich große Thinktanks tatsächlich schon seit Jahrzehnten einsetzen. Also das Problem haben ja Leute, aber ist halt, dass es für viele zu kompliziert ist. Wenn du alleine das Wort Wirtschaftspolitik schon sagst, dann werden viele schon abschalten und sagen, das ist irgendwie das Langweilige nach der Tagesschau. Da steht die Frau, liest die Börsenpreise vor. Und auch du benutzt ja dann gerne Wörter wie
der Staat ist ein Nettosparer oder so, dann sitzen da halt viele Leute vorm Bildschirm und denken, was redet der, was ist das überhaupt? Das lässt sich halt nicht so gut kommunizieren, deswegen realisieren vielleicht auch einige gar nicht so sehr, wo da die Gefahren sind, weil sie einfach sich irgendwie so vorkommen, als wäre das Thema zu schwierig oder als könnten sie da nicht, das nicht verstehen oder nicht zuhören. Deswegen ist es halt, ja, es ist halt so abstrakt. Also wenn du irgendwie sagst, eine Gruppe geht mit dem Knüppel durchs Land und haut bestimmten Leuten den auf den Kopf drauf, dann kannst du dir das ganz gut vorstellen. Aber wenn man dann sagt, im Neoliberalismus wird dann irgendwie über fünf Ecken dafür gesorgt, dass du ein bisschen weniger Geld hast oder so, das verstehen die Leute halt nicht unbedingt so direkt. Und das hat aber auch schlimme Folgen für sie. Nur man sieht es halt nicht. Wenn man sagt, wir privatisieren jetzt ein Krankenhaus, dann denken die Leute, naja gut, da passiert halt irgendwas. Aber dass sie dann vielleicht irgendwann in dieses Krankenhaus mal rein müssen und kein Bett mehr verfügbar ist oder so, das verstehen die ja dann erst, wenn es zu spät ist, weil das zu abstrakt und zu kompliziert ist. Ja, das, ja. Das sehe ich tatsächlich auch so, ja. Ja, absolut. Also wir, Privatisierung der Krankenhäuser ist ja noch ein Beispiel, obwohl selbst da wird viel zu wenig drüber berichtet. Also man hat ja vor über 20 Jahren dieses Fallpauschalensystem eingeführt. Da war der Berater der damaligen Gesundheitsministerin ein gewisser Karl Lauterbach. Der ist ja in der Politik zum Glück danach nie wieder was geworden. Also da können wir wenigstens froh sein. Aber beispielsweise beim Mindestlohn. Also habt ihr in den Medien große Berichte darüber gesehen, dass die SPD eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert hat? Ich wusste das, aber ich habe es selber ergoogelt. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das irgendwo in den öffentlichen Medien gesehen hätte, tatsächlich. Ich fand das nicht richtig unverschämt. Die haben im Wahlkampf, es gab einen Antrag von den Linken, die wollten den Mindestlohn erhöhen. SPD hat einstimmig dagegen gestimmt und nur ein halbes Jahr später im Wahlkampf steht Olaf Scholz da mit so einem Zettel in der Hand, wo drauf steht 14 Euro Mindestlohn nur mit der SPD, wo man denkt, Alter, ihr habt vom halben Jahr dagegen gestimmt. Boah. Das war richtig unverschämt. Ja, aber da fragt man sich, warum passiert sowas? Das war ja die unglaubliche Frechheit. Also die haben wirklich SPD-Propaganda in Reinform gemacht. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Journalisten das nicht mitkriegen. Die machen Propaganda. Die sind ideologisch auf Seite der SPD. Weil die SPD auch manche Medien in ihrer Hand hat, das RND, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, der größte Aktionär davon, von diesem Matzer-Konzern, ist die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, die ist in SPD-Hand. Also die SPD besitzt große Anteile an gewissen deutschen Medien. Ja, Kai Gnifke, SPD-Mitglied, der ist gerade ARD-Intendant. Ja, und darüber, die Tagesschau hat 100% diese Propagandaberichterstattung übernommen, Und gar nicht darüber berichtet, dass die SPD die Erhöhung des Mindestlohns verhindert hat, aber sie hat dann darüber berichtet, dass die SPD eine Erhöhung fordert. Das ist Propaganda. Deswegen bin ich dafür. Jetzt sind wir bei dem Thema, was ich eigentlich mit dir debattieren wollte, Im. Können wir gerne dann, verschieben auch. Ja, können wir auch verschieben. Ist ein bisschen spät. Über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe da mal ein Video zugemacht. Du kannst dir das ja mal angucken als Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Soll ich dir schicken? Ja, kannst du mir auch schicken. Finde ich aber bestimmt auch so auf deinem Erstkanal, der ist ja relativ aufgeräumt. Du lädst ja nicht so häufig was hoch. Sagen wir einen Vorwurf im. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ich habe da auch ein Gespräch zu gehabt mit Holger Kreimeier, da beschreibe ich, es stimmt, und zu dem anderen Thema, was ich mit dir besprechen wollte, was sollten wir jetzt am öffentlich-rechtlichen Rundfunk konkret ändern, da habe ich mit Marlon Borchers ein Gespräch auf meinem Kanal gehabt. Wenn ich wirklich neue Gesetze schreiben könnte, wenn ich mir wirklich aussuchen könnte, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk aussehen sollte, dann würde ich einen entpolitisierten Rundfunkrat schaffen, wo wirklich zufällig ausgewählte Bürger rauskommen und da würde dann ein viel neutraleres Programm rauskommen. Also wenn man Parteigänger reinsetzen würde. Also das würde ich machen, wenn ich komplett frei auswählen dürfte, aber das ist ja nicht realistisch. Aber denkt ihr nicht, dass eigentlich ein genauso unglaublich wichtiges Thema auch wäre, über eine Reform unseres Bildungssystems zu reden, also auch mal da ein bisschen konkreter drauf einzugehen, weil fängt nicht alles, auch gute Politik mit Bildung an? Bitte? Aber was denkst du denn, was die Aufgabe vom Bildungssystem ist? Ja, ich würde sagen, momentan ist sie nicht, also ist die Aufgabe nicht die, die wir, glaube ich, brauchen, oder? Dass es halt eher darum gehen sollte, dass wir halt, dass wir unsere Allgemeinbildung besser vorantreiben oder dass Menschen halt auch generell besser ausgebildet werden, sich mit politischen Themen auch auszukennen, zum Beispiel. Ja, aber will man das? Ja, eben nicht. Ne? Jetzt momentan geht es ja um Wirtschaftlichmachung. Es geht um Schablonierung. Du musst gut in eine Schablone reinpassen. Ja, du willst einen Arbeiter pressen. Ja, genau. Ja, so, ja, das ist wie so Knete und da drückst du dann so durch und dann kommt dann die Form so raus.
Das war ja früher diese, auch, also ja. Früher war es ja so, dass an der Hauptschule irgendwie die Handwerker gewesen sind, an der Realschule waren dann so die Verkäufer und dann ins Gymnasium sind dann so die paar Leute gegangen, die halt zur Uni gehen oder die dann irgendwie Arzt werden oder sowas. Ja, und die jetzt konnten es dann wenigstens. Inzwischen hast du irgendwie die Hälfte der Leute auf dem Gymnasium und hast da so eine Noteninflation und du brauchst ja auch keine, also jetzt gilt ja ein Hauptschüler als Idiot im Volksmund mehr oder weniger. Wenn du einfach nur sagst, ich brauche nur das, ich werde dann eh Tischler. Das sind ja Jobs, die auch wegfallen. Da steht jetzt irgendeine Maschine und jetzt sitzen die Leute in irgendeiner Versicherung oder so, dann willst du da einen Abiturienten haben. Naja, aber du musst ja du bringst ja Leuten bei, wie sie halt ein guter Arbeiter werden und nicht, wie sie intelligent werden. Das ist ja immer so ein großer Fehlschluss, dass man schon bei Kindern irgendwie sagt, wer gute Noten hat, der ist schlau oder sowas. Aber eigentlich erzeugst du ja ganz viele Leute, die sehr gut nachplappern können. Der Lehrer gibt eine Aufgabe und du kannst halt besonders gut den Befehl befolgen und kannst den Zettel so zurückbringen, wie er den haben will oder so, aber du sollst das ja nicht weiterentwickeln und irgendwie eigene Denkmuster da reinbringen. Da gibt es ja noch ganz wenig Fächer, wo das überhaupt geht oder wo das irgendwie dankend angenommen wird meistens. Ja. Auch selbst wenn du wenn du eine andere Gedichtinterpretation bringst oder so, die vielleicht Sinn ergibt, dann sagt der Lehrer, nee, ich habe hier meinen Musterbogen mit der richtigen Interpretation und wenn du das anders verstehst, ist das halt falsch. Ne? Also du hast ja auch da solche und solche. Ich hatte oft genug Lehrer, die wollten einfach nur, dass du nachplapperst im Grunde. Und ja. Ich glaube, dass inzwischen, glaube ich, mehr oder weniger ist das so gewollt, dass man das haben möchte, dass du nicht, du willst keine Intellektuellen züchten, du willst einen Arbeiter züchten. Ja, die fallen ja auch dann leichter auf Populismus zum Beispiel rein oder so letztlich. Das ist ja auch die mucken halt auch nicht auf, ne? Die beschweren sich dann nicht. Wenn du so, am besten ist, glaube ich, auch wenn du so Leute hast mit so einem IQ um die 100 oder so, nicht, also wenn es zu weit drunter ist, dann raffen die Aufgabe vielleicht nicht. Aber wenn die dann irgendwie mit 150 ankommen oder so, dann hinterfragen die Aufgabe, das ist dann auch nervig. Deswegen willst du lieber so Leute, die sind schön durchschnittlich und die machen dann einfach, du gibst denen einen Zettel, dann vielleicht maulen sie noch ein bisschen und sagen, oh nein, schon wieder Hausaufgaben, aber du weißt, die haben die trotzdem dann gemacht. Und dann kommen die vorbei und sagen, hier, ich habe alle Aufgaben gelöst, oh, war das anstrengend. Und dann kriegen die ein kleines Sternchen geklebt. Und man sagt, hier, ganz toll gemacht, kriegst eine 2 oder sowas. Ne? Ja, ich glaube, deswegen wäre es halt echt wichtig, eigentlich da mal so wirklich Kritik anzulegen, dass man da mal vielleicht auch gesellschaftlich was ändern will. Ich glaube, das ist schwierig, ne? Aber ich würde dir sagen, dass es nicht richtig wäre, auch das irgendwie als Fokus zu setzen. Ja, aber wer setzt es denn um? Also das würde ja dann von irgendwie vom Kultusministerium kommen oder sowas oder von irgendwelchen Landesschulbehörden und sowas, aber die wollen das ja gar nicht, deswegen passiert es auch nicht, oder? Ich bin gespannt, was das BSW dazu sagen wird zur Bildungspolitik. Also das ist ja so ein Bereich, dazu muss man sich ja erst positionieren, wenn man dann in die Landtagswahlen geht. Das ist ja bei den Europawahlen nicht in der Kompetenz der EU, deswegen wird man da noch kein Programm zu haben, aber da bin ich dann gespannt, was man da in den ersten Landtagswahlprogrammen drin haben wird. Wart ihr mal auf einer Gesamtschule? Meine Grundschulzeit war, glaube ich, eine Gesamtschule. Ja, das ist immer, glaube ich. Also Grundschule ist ja eh gemeinsam, aber ab der 4. oder ab der 6., je nach welchem. Muss halt die weiterführende da geht. Ja. Also wir wurden, glaube ich, auch, wir hatten noch Orientierungsstufe, das war so 5., 6. Und dann kriegst du eine Empfehlung, musst du nicht befolgen, kannst auch auf eine andere Schule fahren. Ich hatte zum Beispiel Realschule-Empfehlung, habe jetzt trotzdem Abitur. Aber ich sehe leider oft, von linken Parteien oder Politikern, wo ich sonst denke, dass die gut Ahnung haben, dass die sagen, Gesamtschule ist eine tolle Sache, es kommen alle gemeinsam in eine Klasse und gemeinsam lernen und alles funktioniert. Und ich muss sagen, ich war auf vielen Schulen und die Gesamtschulen waren die schlechtesten davon. Ich habe das nicht ausgehalten, dass du in einer Klasse sitzt mit Förderschülern oder Hauptschülern, die halt nicht mitkommen, die dann vielleicht stören oder sowas. Und ich weiß, ich konnte das gar nicht gut ab, wenn zu oft wiederholt wurde und zu viele, zu einfache Aufgaben waren. Also, ja, man passt die. Ich konnte halt vieles schon, ne? Bin da reingekommen, erste Klasse war langweilig. Ich konnte die ganzen Aufgaben. Ich glaube, das Problem ist, dass man halt da halt irgendwo auch ein bisschen versucht, so die Geschwindigkeit am schwächsten Glied wahrscheinlich anzupassen. Ja, aber es ist halt kacke für alle anderen, ne? Ja, genau, klar, nee, das verstehe ich schon. Dann, ja. Also ich war immer so, irgendwann wurde es dann natürlich schwieriger ab der Oberstufe, aber am Anfang war das halt, weiß ich nicht, du lernst die Buchstaben und du kannst die schon und der Lehrer sagt, nee, mal den mal trotzdem. Und dann denkst du, warum, was soll das? Das ist auch total nervig. Ja. Ich weiß nicht, wie BSW da steht, weil sonst war immer, wenn du Wahl-O-Mat machst und so, war immer, glaube ich, irgendwie Linke und Grüne fanden immer Gesamtschulen total toll und dachten, das funktioniert schon, aber es kommt aufs Kind an. Ja, hat es ja auch funktioniert. Überhaupt nicht.
Also wenn du es mit in der DDR hat es ja auch funktioniert. Also die Schüler, die in der DDR ausgebildet wurden, die waren ja jetzt nicht schlechter beispielsweise in Naturwissenschaften als Schüler, die in Westdeutschland ausgebildet wurden und die sind auf eine Gesamtschule gegangen. Also wenn du es richtig organisierst, dann kann das auch klappen. Aber da orientierst du dich ja auch am Durchschnitt und an der Mitte, oder? Ja, aber ich meine nur, dass das, ja sicher, die DDR hatte auch eine andere Bevölkerungsstruktur, also kann man, muss man genauer sich angucken. Aber ich meine also nur, dass es nicht scheitert, wenn du das richtig dass du dich in dem einen oder anderen Fach ein bisschen gelangweilt hast, oder? Kann sein. Also wenn ich mir jetzt Agitator im Politikunterricht vorstelle, dann hast du bestimmt öfter mal eine Augenbraue hochgezogen, oder? Das würde mich jetzt auch interessieren. Ich habe für einen Politikunterricht, soweit ich mich erinnern kann, nie für eine Klausur gelernt. Also nicht mal fürs Abi. Ja, aber dass du halt reingehst und dann sagen sie dir irgendwie so, Kinder, heute lernt ihr jetzt was und du denkst, ich weiß halt einfach alles, was wir heute lernen, weiß ich schon. Dann ist halt auch doof, oder? Dann denkst du, sitzt da irgendwie deine Zeit ab. Ja, ja. Ich habe halt mit dem Lehrer diskutiert, deswegen. Ich will jetzt nicht zu viel über meine Schulzeit verraten. Ja, okay, kein Problem. Da kommt noch eine Biografie wahrscheinlich bald. Ja, ich muss sagen, mir persönlich ist halt gerade dieses Bildungssystem sehr wichtig, weil ich halt glaube, dass ja eine Gesellschaft fängt ja beim Kind an. So, ja, die aber wird guck ja mal, gebildet. Wer ein Lehrer wird. Guck mal bei Twitch. Guck mal, wer da sitzt. Gott. Ich kann das bis heute nicht glauben und das fällt mir echt schwer, das zu verdauen, ich sag's ganz ehrlich. Also die Kinder, die später haben werden, die tun mir echt leid. Es scheint eine seltsame Gruppe Leute zu geben, die Bock darauf haben, Lehrer zu werden. Es gab doch auch diesen Volkslehrer und so. Es ist einfach ein komisch Riege, Leute. Oh, es ist... Ja, aber der Volkslehrer, den durftest du, glaube ich, ich weiß nicht, ist der Lehrer geworden? Hat er jetzt Lehrer gearbeitet? Der ist rausgeflogen dann, aber der hat eine Zeit lang als Lehrer gearbeitet. Siehst du, sowas würdest du mit Daron Neiter nicht machen. Obwohl die genauso demokratiefeindlich sind. Der Volkslehrer hat sogar behauptet, er hätte von migrantischen Schülern seinen Nationalstolz gelernt, weil die Türken immer mit Flagge gekommen sind und so stolz auf ihr Land waren. Und dann hat er gesagt, dann mache ich das doch jetzt mal auch. Und er hat halt voll übers Ziel hinausgeschossen. Aber ja, der ist, glaube ich, offiziell sogar verurteilter Holocaust-Leugner, deswegen ist es halt nochmal, ne? Die anderen sind ja nicht vorbestraft. Du magst die halt nicht, aber so, du hast ja, halt keine richtige Vorstrafe. Dara hat gesagt, dass politische Gegner Angst und Schrecken leben sollen. Den hat er zu Wahlbetrug aufgerufen. Kein Lehrer, also, oder? Ist der nicht Erzieher im Kindergarten oder so? Also ich weiß, Erzieher im Kindergarten. Eine aggressiv-kämpferische Haltung gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zeigen. Na gut, du weißt halt nicht, wie er privat mit den Kindern umgeht, ne? Das kannst du nicht. Nee, das weiß ich nicht. Ja. Ich dachte, man kann, wenn man verfassungsfeindlich ist, da also nachgewiesenermaßen. Bei Kindergarten verstehen das ja noch nicht so richtig. Also der Volkslehrer, der hat ja ein bisschen ältere Schüler unterrichtet und wenn er denen dann halt erzählt, was er vom Nationalsozialismus hält, könnte das nicht gefährlich werden. Ich weiß halt nicht, wie viel Schaden Dara bei einem Vierjährigen anrichten kann, wenn er dem wenn er dem irgendwie erklären will, was ein Nazi ist und warum man ihn schlagen soll oder so. Das trafft der Vierjährige ja gar nicht. Also. Oh. Ja, das würde mich aber echt interessieren, ob er das wirklich trennt. Ich hoffe es halt mal. Ne? Ich komme gleich rüber. Ich glaube, ich bin auch gleich mal fertig hier. Ich glaube, wir machen noch gleich Schluss. Es ist jetzt schon spät und ich habe Hunger. Ja, wir machen wahrscheinlich jetzt alle gleich Schluss. Ich habe auch schon Hunger und. Aber wir hören voneinander. Ja. Also, ich wollte noch mal wissen, hast du dich nur privat so mit Philosophiezeugs auseinandergesetzt oder bist du da auch Expertin irgendwas? Nur privat tatsächlich. Okay. Bisschen bisschen Sendung geguckt und so. Tatsächlich sogar hat es ganz anders angefangen. Ich habe mich eher mit dem Werdegang der Weisheit, ne, des Weisewerdens und so weiter beschäftigt und so kam es irgendwann dann auch zwangsläufig zur Philosophie. Ah. Ja. Ja, aber ich gucke auch manchmal Sternstunde und Skobel und sowas. Boah, ich auch, ja. Ja, geil. Richtig geil. Können wir gerne nochmal über sowas talken. Nicht immer nur über Gossip, sondern über was Intelligenteres. Boah, ey, wirklich? Das brauche ich auch gerade. Ich brauche das gerade wirklich. Das ist mir. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich merke auch gerade, dass es echt viel ist. Ne? Es war zu viel auf einmal. Vor allem, was ihr noch gar nicht wisst, was ich noch gar nicht gesagt habe, ist, Bartonek will mit mir noch reden, weil er meint, es gibt irgendwie Spaß.
Ja, weil er meinte, es gab ein Missverständnis zwischen uns. Da habe ich muss auch nochmal nachschauen. Ich habe irgendwie den Talk mit Proletopia gehabt und irgendwas habe ich da scheinbar gesagt und habe da was missverstanden. So, da gibt's auch einen Talk. Und mit Sinan habe ich auch noch einen. Okay, aber Sinan, glaube ich, wird sehr entspannt. Sinan ist absolut cool. Ich würde den küssen, wenn wir nicht beide hetero wären. Mach's trotzdem, egal. Ja, na, aber gut. Ich glaube, Bartonek wird auch, ich denke, auch okay sein. Also er meinte auch, dass er nichts gegen mich hat. Ich glaube, er will da wirklich vielleicht nur ein Missverständnis klarstellen. Ja, wird halt sehr langsam und er wird sich oft wiederholen. Also so ein Satzanfang besonders. Der sagt, du musst mal drauf achten, der sagt die erste Silbe vom Satz immer doppelt. Okay. Ja, na gut. Macht's gut, ich esse jetzt erstmal was. Tschüss. Jo, guten Appetit. Yo, ciao, tschüss. Ciao. So, dann sind wir beide noch. Ich würde dir jetzt auch ciao sagen. Oh, ich sehe mich hier nochmal. Ja, ich weiß nicht, wie du Zeit hast so insgesamt, aber ich würde mich gerne mal auch so, vielleicht mal so einen Privatcall, wenn du irgendwann Zeit hast, wo wir vielleicht echt mal so ein bisschen auch über so ein paar, ja, so gerade in Richtung Politik so ein paar Themen, hätte ich echt noch ein paar Fragen, damit ich vielleicht auch nicht so ganz dümmlich auf solche Themen, ne? Dass ich da vielleicht so, weißt du, was ich meine? Dass ja, ich da vielleicht doch mal ein bisschen so eine Art Basic, so ein Fundament, vielleicht auch ein paar Tipps, wo man sich vielleicht auch ein gutes Fundament aufbauen kann. Bücherempfehlungen, YouTube-Kanäle, deiner wahrscheinlich unter anderem auch, ne? Na, also vielleicht, das wäre auch mal ganz cool. Weil ich so, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, sagen viele Leute, dass du recht based sein sollst mit deinen politischen, Kenntnissen. Kommt auf an, was er als based bezeichnet. Ja, das kann ich halt auch noch nicht einschätzen. Also wo ordnest du dich denn selber ein? So jetzt klassisch sozialdemokratisch. Also da, wo die SPD früher mal stand. Heute leider nicht mehr steht. Ja. Und hast du schon mal so diesen Politometer gemacht? So, was kam da bei dir raus? Oder ist das so zu... Oder machst du sowas jetzt nicht, sag ich mal? Nee, brauche ich nicht machen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, diese Politometer sind, glaube ich, auch eher für Leute interessant, die halt sich nicht so gut mit Politik auskennen, schätze ich mal. Ja, deswegen. Also das, ja. Da kam bei mir linksliberal raus. Keine Ahnung, was das bedeutet. So eine komische Einordnung, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also wie mich da irgend so ein häufig sehr stark liberal eingeprägtes Politometer einordnet. Weil du da, also keine Ahnung, das fragt einen dann, wie stehst du zum Rechtsstaat? Und dann finde ich gut, finde ich nicht gut. Und wenn du sagst, finde ich gut, stehst du dabei liberal. Okay, ja, danke. Ja. Ja, ich habe auch schon oft gelesen, dass diese Tests gar nicht so gut sein sollen. Es gibt scheinbar irgendwie einen aus den USA, der soll gut sein, aber ich habe jetzt auch vergessen, wie der hieß. Es ist nuancierter, als in diesen Tests meist abgefragt wird. Denn ich habe ganz viel Kritik am Liberalismus, aber so grundsätzliche Sachen, Rechtsstaat, Demokratie, die würde ich ja schon gern behalten wollen. Also habe ich jetzt nichts gegen, sage ich mal. Obwohl Liberale sehr viele Denkfehler machen. Also sagen, ja, wir haben alle ein Wahlrecht, wir haben Rechtsstaat. Damit ist alles gut, damit sind wir 1a demokratisch, alle gleich. Nein, sind wir nicht. Also wer Geld hat, der kann ja offensichtlich mehr bestimmen, als wer wenig Geld hat. Und deswegen braucht es eine vernünftige Wirtschaftspolitik, die hier für einen Ausgleich sorgt. Und die kommt nämlich nicht dadurch, dass wir irgendwie allgemeine Regeln setzen, sondern dass eine richtige Partei in die Regierung kommt, die dann umsetzt. Also so generell, wie stehst du dazu, Leute reich werden? Also ist das etwas, wo du sagst, man sollte nicht mehr reich werden können? Oder ist das okay, aber es muss halt gut verteilt werden. Klassisch sozialdemokratisch. Also es sollte Reiche geben, aber vom wachsenden Wohlstand der Bevölkerung sollten alle profitieren und nicht nur eine kleine Schicht der Reichen. Seit 40 Jahren sehen wir, dass die untere Hälfte der Bevölkerung nur sehr wenig vom Wachstum abbekommt und der Reichtum der obersten 0,1% exorbitant angewachsen ist. Also wir sehen eine riesige Explosion der Vermögensungleichheit, weil die Steuern für die Reichen eben so zusammengekürzt wurden. Früher haben Millionäre einen Steuersatz von über 50% auf ihr Einkommen bezahlt, heute bezahlen sie einen Steuersatz von 24%. Normale also Steuer- und Abgabensatz, also mit Sozialabgaben zusammen, normale Arbeitnehmer bezahlen einen Steuersatz von 48%. Also doppelt so hoch wie der eines Millionärs. Krank. Das ist das Ergebnis des Neoliberalismus. Deswegen ist das ja auch so gefährlich für unsere Demokratie. Da hatte Imp ja vorhin völlig recht. Ah, das ist halt nicht aggressiv kämpferisch gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet, sondern so langsam aushöhlend. So ein Prozess über viele, viele Jahrzehnte. Deswegen, ja. Und jetzt nochmal für mich als Klarstellung, also damit weil da habe ich noch so ein großes Problem.
warum ist jetzt aber für einen Dara zum Beispiel deine politische Einstellung so schlimm? Also warum wird das so dargestellt? Zum Beispiel, wenn man zu mir sagt, du hast mit denen zu tun. Also warum ist das so negativ? Also weißt du, was ich meine? Das würde ich gerne verstehen. Was an deiner politischen Einstellung oder an der Agenda, die du vertrittst, ist so verabscheuungswürdig, dass man gleich sagt, so der gehört sogar gecancelt vielleicht oder sowas? Ich bin für Frieden. Okay, das ist schrecklich. Hör auf damit. Okay, krass. Also, ja, ich hatte halt mit Dara diskutiert und ich hatte eindeutig die besseren Argumente und danach hat Dara gesagt, das ist ein Verschwörungstheoretiker, Schwurbler. Oh Gott, aber warum? Er hatte keine Argumente. Also wenn er, wie gesagt, gerade bei dir, deswegen hatte ich den Call mit dir ja unterbrochen, wo er gerade ein gutes Argument hatte. Damit alles erinnern und dann er sagt, okay, das war einfach nur ein Idiot. Also hast du noch das nettere Framing abgekriegt. Wenn du die besseren Argumente gehabt hättest, dann wärst du wahrscheinlich auch Verschwörungstheoretiker, Zanikala, was weiß ich gewesen. So, zu seinem Glück wahrscheinlich hat er jetzt für mich das Argument Idiot quasi jetzt rausholen können. Also ich bin jetzt nicht rechts oder sowas, aber ich bin jetzt einfach der Dumme, so mehr oder weniger kann man sagen. Aber er hat eine Einordnung für mich gefunden. Oder Psychopath, das kann auch noch sein. Ja, natürlich, genau. Sicher war ich noch nicht. Ja, ich hatte ja schon gesagt, wie ich zu den Walkies stehe, was für ein Politikverständnis die haben. Sie wissen, was sie tun und man sollte sich über das Verhalten von ihnen nicht wundern, sondern man sollte da nur adäquat darauf reagieren. Also versuchen sie im Diskurs zu stellen und da versuchen, möglichst Gegenrede zu leisten. Wenn man das ignoriert, dann geht es nicht weg, das Problem. Ja, okay. Wenn ich jetzt zu dir sage, warte mal, eine Person, die von sich selber sagt, Agnostiker und Pazifist, egalitär, tolerant und Fokus auf Bildung und so, wenn man da sagt, so da, also der Weg der Schlüssel zum Frieden ist quasi Bildung. Würdest du sagen, so jemand wie ich passt in die Politik rein, die du auch vertrittst? Oder gibt es jetzt in einer dieser Agnostik-Pazifisten, also gibt es da irgendwo einen Widerspruch, wo du sagst, so diese Einstellung passt da nicht rein? Nein, also passt alles. Also ich passe sogar gut rein, meinst du sogar? Also mit den Begriffen, die du gerade allgemein vorgelesen hast, kann ich mich auch identifizieren. Ja, okay. Also ganz ehrlich, Chat, darf ich das jetzt sagen? Ist das okay oder mache ich mir jetzt Feinde, wenn ich sage, das klingt für mich eigentlich base und ich würde gerne von Agitator was lernen? Oder ist es jetzt so, oh oh, jetzt ist vorbei für Butterfruit, jetzt hat er sich alles kaputt gemacht. Also ich meine das natürlich nicht ernst, ne? Also ich habe mich schon entschieden. Ich finde ehrlich gesagt deine Einstellung lobenswert und letztlich bin ich ja auch ein Mensch, der irgendwo darin erstrebt ist, eine Progression in seinen eigenen Werten zu finden. Und das ist ja, was mir noch momentan fehlt. Und deswegen bin ich dankbar, mit jeglichen Menschen zu unterhalten, weil ich habe jetzt meine Werte. So, jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich meine Werte vorantreibe. Also ich brauche ein Transportmittel für meine Werte. Und da muss man natürlich sagen, wenn dann so etwas in Richtung, also wenn dann natürlich eine politische Motivation dazu kommt, dann hilft das ja, würde ich mal sagen, oder? Ja. Sonst sind es ja nur leere Worte und davor habe ich auch ein bisschen Angst, dass am Ende, sag ich mal, ein Mensch nach Werten strebt und das tue ich ja, ich strebe nach Werten, aber am Ende, wenn ich nichts habe, um diese Werte zu vermitteln, sie zu leben, sie weiterzugeben, dann bringt das ja alles nichts und davor habe ich Angst, ich will nicht mit den Werten sterben, so ich will ja auch was daraus machen, aus den Werten. Ja, definitiv, würde ich auch so sehen. Sehr gut. Du merkst, wenn ich nicht widersprechen kann, dann kommentiere ich das meistens nicht groß. Ich meine, es ist überhaupt nicht, wenn ich dann nochmal blumig ausformuliert das wiederhole, was du gerade gesagt hast. Ja, nee, alles gut. Das ist ja bei mir genauso. Ja, cool. Also wie gesagt, wenn du mal Zeit hast, ich würde dir vielleicht auch einfach mal privat so schreiben. Ich habe morgen Zeit. Also. Ah, perfekt. Ja, ich habe ja Wochenende, streamfrei. Ich bin gerade bei der Klausurenphase in meiner Uni, lerne dementsprechend gerade viel, habe aber auch ich brauche irgendeine Zeit am Tag, wo ich dann was anderes mache. Also wo ich dann, da gucke ich mir beispielsweise diesen ganzen Trash gerade auf Twitch an. Deswegen bin ich da auch manchmal da im Chat gewesen. Zum Abschalten vom Lernen wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ja, ich kann mir da nichts irgendwie intellektuell, ich lese auch gerade kein Buch oder so, das ist... schlimm, wenn du den halben Tag mit was beschäftigt bist, wo du die ganze Zeit drüber nachdenken musst. Ja, so, wie gesagt, von mir aus sehr gern. Ich würde mich drüber freuen.
Und wenn du da für mich Zeit findest, so ein paar Stunden, also wie gesagt, so lange du willst, halbe Stunde, paar Stunden, wie auch immer, würde ich mich da wirklich sehr freuen, na, da, wo ich mir dann vielleicht auch eine kleine Liste mache, wo man sich ein bisschen einfach, na, vielleicht auch leicht verdauliche Lerninhalte, leicht verdauliche Lernbücher vielleicht auch erstmal holt für den Anfang. Wäre ganz cool, ja, eigentlich. Gerne. Cool.